Es geht um Vernetzung und so viele Leute kennenzulernen und zu treffen, um seine Träume und auch seine Ziele zu verwirklichen und gemeinsam für eine nachhaltige Welt zu sorgen. Und aus dem Grund werde ich am 30. Juni, also heute den Samstag, nach Schweinfurt fahren zu einem Rohkost-Treffen, welches Rohkost Power veranstaltet hat, um einfach hier neue Leute kennenzulernen und einfach sozusagen Kontakte und Connections aufzubauen. In dieser Episode von Road to 70 möchte ich einfach nur so ein paar Bilder, Blicke und Eindrücke von mir preisgeben über das Treffen. Das Gewichtige ist des leichten Wurzel, die Stille ist der Unruhe Herr. Also auch der Berufene, er wandert den ganzen Tag, ohne sich vom schweren Gepäck zu trennen. Mag er auch alleine Herrlichkeit vor Augen haben, er weilt zufrieden in seiner Einsamkeit. Wie viel weniger erst darf der Herr des Reichens in seiner Person den Erdkreis leicht nehmen. Durch Leichtnehmen verliert man die Wurzel, durch Unruhe verliert man die Herrschaft. Also das Treffen ist vorbei und ich möchte einfach mal so mein Fazit zu dem Treffen erläutern. Also einerseits, wo ich halt hier angekommen bin in Schweinfurt, war ich sehr begeistert, dass es hier so eine Kleingärtneranlage gibt. Da habe ich mich auch ein bisschen umgeschaut, was die Leute alles so anbauen. Fand ich sehr schön mit den ganzen vielen Kirschbäumen, Apfelbäumen, Johannisbeeren, Wassermelonen, Kartoffeln, Gurken, Tomaten, also alles mögliche, was die Leute halt so anbauen, auch die ganzen Wildblumen, fand ich einfach herrlich und dass man halt auch solche Flecke in einer etwas größeren Stadt wie Schweinfurt finden kann, ist auch schon etwas bemerkenswert und das hat mir einfach mein Herz nochmal höher schlagen lassen und da muss ich auch sagen, lieber Rohkost Power oder Alex, der Garten von deinen Eltern, der ist recht schön, also ich mag ihn, also ich persönlich, die ganzen Johannisbeeren, die Himbeeren, die Kirschen, ich finde es einfach hier so idyllisch in eurer kleinen Gartenanlage, wollte ich einfach nur so in dem Punkt einfach mal sagen und ganz allgemein zum Treffen, ich war ja schon mal in Würzburg auf dem Potluck und dann ging es halt auch nur primär um Ernährung und hat man sich halt so kleine Gruppen gebildet. Bei diesem Rohkost-Treffen war es halt eigentlich ein bisschen anders, also da war es halt so strukturiert, dass man halt so im großen im Kreis immer ein Thema anspricht und jeder so seine Meinung abgibt. Ich persönlich war halt ein bisschen ruhig oder zurückhaltender und habe mir einfach mal die Geschichten angehört, um einfach mal die Erfahrungen und auch die Probleme von den Leuten anzuhören. Und was mir halt auch persönlich gefallen hat, ist, dass es halt nicht primär nur um Ernährung gegangen ist, sondern auch um sehr viele andere Themen, wie zum Beispiel Reisen, Bewusstseinserweiterung. Wir haben sogar ein bisschen auch über Klarträume geredet und über den Sinn des Lebens und so, solche Sachen finde ich auch äußerst interessant. Ich habe mich ja auch schon längere Zeit auch damit beschäftigt. Und sowas finde ich halt auch wichtiger. Ernährung ist ein wichtiger Punkt, aber wir leben halt nicht nur von Nahrung und solche Sachen anzusprechen, war auch, finde ich, viel interessanter als primär um Ernährung, Darmreinigung, was mache ich das, die Nährstoffe, klar ist es wichtig, aber es sollte nicht der Hauptfokus sein. Und ganz allgemein, ich finde auch die Leute sehr offen, sehr nett. Da waren sehr wenige, da wollte ich jetzt 100% Rohkost ernähren, viele vegan, viele sind auf dem Umstieg, viele haben sehr viele Probleme auch im familiären Umfeld, im Job, im Beruf sind unglücklich und sowas finde ich halt auch persönlich wichtig, dass man sich da hier dementsprechend aushilft und sich auch dementsprechend Unterstützung leistet und sich einfach mal die Geschichten und die verschiedenen Sichtweisen von den verschiedenen Leuten anhört und sich einfach mal so sein Weltbild sozusagen zusammenstellt und einfach mal die Erfahrungen, Meinungen von anderen
bezüglich Ernährung, bezüglich Bewusstsein, bezüglich Job, bezüglich Reisen einfach mal anhört und sich mal diese Erfahrungen macht und ja, Erfahrungen anhört und mal schauen, okay, er hat die Erfahrung gemacht, einfach mal auch vielleicht ein bisschen hinterfragen, warum er die Erfahrung gemacht hat und eventuell für seine Pläne und Ziele vielleicht auch berücksichtigen. Aber da ist es halt auch wieder wirklich wichtig. Das sind einfach nur Informationen, die ich von anderen erhalten habe. Die haben ihre Vorurteile, ihre Gedankengut, sage ich mal. Und da ist es einfach mal wirklich wichtig, diese Informationen aufzunehmen, so wichtige Sachen. Wenn ich zum Beispiel, hat einer erzählt, dass er eine Weltreise gemacht hat und zum Beispiel in Costa Rica war und danach in Mexiko, dass zum Beispiel Costa Rica eine sehr idyllische und schönes Land ist, aber auch recht teuer ist von der Versorgung her und dass Mexiko eigentlich auch so von der Versorgung von den Früchten halt her auch top ist, aber ein bisschen günstiger, aber da ist halt auch wieder mit den, ja, eventuell mit, ja, Soldatenabgrenzung und sowas. So, das muss man halt auch immer mit berücksichtigen, aber die Themen waren interessant. Mir hat das Rohkost-Treffen sehr gut gefallen und da möchte ich mich nochmal beim Alex bedanken, dass ich auch hier in dem Gartenhäuschen seiner Eltern nächtigen durfte. Vielen Dank dafür nochmal und ja, ich habe jetzt keine Bilder vom Treffen gemacht oder von dem Garten, weil ich persönlich finde es halt so, wenn die Leute nicht, die Leute möchten vielleicht nicht unbedingt auf den Videos oder auf den Bildern im Internet sein, auf meiner Facebook-Seite, auf meiner YouTube-Plattform und Bilder vom Garten, von den Eltern, vom Alex, da vielleicht möchten sie das auch nicht, da ist mein Vater auch ein bisschen kritisch, deswegen möchte ich einfach so dieses Video ein bisschen kurz halten, kurz und knapp abgeschlossen, mir hat das Treffen gefallen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft nochmal, Alex, und spasiba za prosmatre und wir sehen uns in der nächsten Episode von Road to 70. Bis dahin, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Ciao.